Heute befinde ich mich an einem ganz besonderen Ort. Ich bin nämlich in Israel und vor den Stadtmauern von Jerusalem. Im Hintergrund kannst du die Kuppel des Tempelberges sehen. Das Land Israel und vor allem auch die Stadt Jerusalem selbst ist Zentrum einer langen Geschichte, einer langen Weltgeschichte. Wenn du über diese Geschichte etwas lernen willst, solltest du unbedingt in das Alte Testament der Bibel schauen. Weiter enthält das Alte Testament der Bibel, welches bereits seit über 400 Jahren anerkannte jüdische Schrift ist, bevor auch nur eine Zeile des Neuen Testaments entstand, eine Fülle an Prophezeiungen, also zukünftiger Voraussagen über den kommenden Messias, den König der Juden. Und an diesem besonderen Ort heute hier wollen wir ins Alte Testament schauen, um ein paar dieser alttestamentlichen Prophezeiungen über den Messias genauer anzusehen. Und wir schauen dabei ins Neue Testament und überprüfen, ob sie sich in Jesus, denn von ihm wird im Neuen Testament gesagt, er ist der Messias, der König der Juden, ob sie tatsächlich wahr sind, ob sie sich in Jesus erfüllen. Aber was sind denn eigentlich Prophezeiungen? Prophezeiungen sind grundsätzlich erst einmal bildhafte Verkündigungen zukünftiger Ereignisse. Sie werden von Propheten verkündigt, also Propheten sind Sprachrohre Gottes, die von ihm inspiriert oder beauftragt sind. Denn in der Bibel, vor allem im Alten Testament, kannst du lesen, dass Gott eine ganz besondere Geschichte mit dem Volk Israel schreibt. Und das mit den Prophezeiungen bzw. Prophetien ist gar nicht mal so einfach. Denn wann weißt du überhaupt, dass ein Prophet wirklich die Wahrheit sagt oder dass seine Prophetien tatsächlich auch wahr sind? Ganz einfach, wenn die Prophetien tatsächlich eintreffen, über die sie gesprochen haben. So enthält das Alte Testament mehr als 300 Prophetien über den kommenden Messias, den König der Juden. Und wenigstens 80 Stück davon sind sehr konkrete Prophetien mit sehr detaillierten Einblicken über den kommenden Messias, den König der Juden. Dass eine Prophetie wahr ist, liegt erstmal bei einer Chance von 50-50, also rein rechnerisch betrachtet bei einem Wert von 0,5. Als Beispiel nehmen wir jetzt einfach mal 17 Prophetien, die sich zufälligerweise in einer Person haben erfüllen können. Wir rechnen also 0,5 mal 0,5 mal 0,5 mal 0,5, das Ganze 17 Mal und kommen zu einem Ergebnis von 1 zu... So hoch wäre also die Wahrscheinlichkeit, dass sich zufälligerweise 17 Prophetien des Alten Testaments in einer Person erfüllt haben. Und vergiss nicht, das Alte Testament spricht von mindestens 80 konkreten Prophetien, die sich in dem künftigen Messias, dem König der Juden, erfüllen müssen. Mich persönlich fasziniert dabei besonders, dass in den letzten 24 Stunden von Jesus sich 27 Prophetien alleine ohne sein Zutun erfüllt haben. Das heißt, in mindestens diesen 27 Prophetien konnte Jesus selbst keinen Einfluss darauf nehmen, ob sie sich erfüllen oder nicht. Zuerst aber noch ein kleiner Hinweis auf den gängigen Einwand, dass die Prophezeiungen im Alten Testament irgendwie im Nachhinein hineingeschrieben wurden. In der Theologie nennt man das gerne auch Vaticinium ex eventu, also erfüllte oder eingefügte Prophezeiungen im Nachhinein. Wir müssen verstehen, dass das Alte Testament bereits seit 400 Jahren anerkannte jüdische Schrift war, auch angewandt, weit bevor überhaupt eine einzige Zeile des Neuen Testaments entstand. Daher ist das Argument hinfällig, dass im Nachhinein etwas ins Alte Testament eingefügt worden sein könnte, denn die Juden kannten ihre Schrift sehr genau. Roger Libby, ein Schweizer Theologe, schreibt dazu: Nur von einem Menschen in der gesamten Weltgeschichte gibt es ausdrückliche, genau vorhergesagte Einzelheiten über seine Geburt, sein Leben, seinen Tod und seine Auferstehung von den Toten. Diese Ausführungen sind in Dokumenten aufgezeichnet, die der Öffentlichkeit Jahrhunderte vor seinem Erscheinen gegeben wurden. Keiner stellt es in Frage oder kann es in Frage stellen, dass diese Dokumente lang vor seiner Geburt in weit verbreiteten Umlauf waren.
Heute hört man ganz verschiedene Meinungen über Jesus. Und man fragt sich automatisch, sag mal, wer war Jesus denn jetzt wirklich? Wenn du wirklich wissen willst, wer Jesus ist, hast du in der Bibel und den alttestamentlichen Prophezeiungen eine hervorragende, sehr verlässliche Quelle. Denn diese Prophetien werden sich nie ändern. Darum lies die Bibel und ich hoffe sehr, dass du darin den Sohn Gottes entdecken wirst, genauso wie ich das in meinem Leben entdeckt habe. Jetzt also lass uns einsteigen in einige Prophetien im Alten Testament und lass uns dazu auch immer wieder die passenden Stellen im Neuen Testament nachlesen. Der Geburtsort Bethlehem in Israel. So heißt es in Micha 5 im Alten Testament. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorgehen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her, gewesen ist. Und im Neuen Testament in Matthäus 2 können wir lesen, als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes. Jesus kam aus keiner Weltmetropole, er kam aus einem kleinen Ort, einem Arbeiterdorf. Bethlehem wird auch gerne die Brotstadt oder das Haus des Brotes genannt. Denn in Bethlehem wurde zur alttestamentlichen Zeit Getreide für Israel angebaut. Aus dem Haus des Brotes kam also das Brot des Lebens nach Johannes 6. Eine weitere Prophetie ist aus dem Hause Davids des Königs stammend. So heißt es in Jeremia 23, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und weise handeln und wird Recht und Gerechtigkeit schaffen auf Erden. Erfüllt wird diese Prophetie in Matthäus 1 und zwar im Geschlechtsregister. Da heißt es, Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Der Vorfahre von Jesus war also König David selbst. Und hier wird deutlich, die Bibel ist kein mystisches Buch. Plumps, plötzlich ist der Sohn Gottes vom Himmel gefallen. Nein, hier ist die Rede von konkreten Personen, konkreten Orten und auch konkreten Zeiten. Also alles rekonstruierbar. Eine weitere Prophetie ist die Salbung mit dem Heiligen Geist. In Jesaja 11 kannst du lesen, und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und erfüllen tut sich diese Prophezeiung in Lukas 3, und zwar heißt es da, es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, da tat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen. Die Salbung mit dem Heiligen Geist mag dir vielleicht etwas mystisch erscheinen. Ja, aber nur, wenn sie irgendwie ganz geheim im Verborgenen geschehen wäre. Aber hier kannst du lesen, dass sie in aller Öffentlichkeit stattfand. Es gab Augenzeugen, die dabei waren. Es wäre ein leichtes gewesen für die Augenzeugen, diese Lüge zu entlarven. Allerdings gibt es bis heute immer noch keine schriftlichen Beweise oder schriftlichen Funde dazu, dass einer der damaligen Zeit, der zu dieser Zeit gelebt hat, Einspruch erhoben hat oder diese Berichte als Lüge angeprangert hat. Eine weitere Prophetie sind die messianischen Wunder. So kannst du in Jesaja 35 lesen, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen lossingen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Im Neuen Testament, in Matthäus 9, kannst du lesen, und Jesus zog umher in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Und weiter heißt es in Johannes 20, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Wir müssen verstehen, dass die Juden eine sehr konkrete Vorstellung vom Messias haben und vor allem über seine Wunder. Es gibt also eine konkrete Anzahl von Wundern, insgesamt 3 Stück an der Zahl, 3 unterschiedliche Arten an Wundern, bei denen sich die Juden einig sind, diese kann nur der Messias, unser König der Juden, tun. Das erste messianische Wunder ist, jemanden von den Toten auferstehen zu lassen. Das zweite messianische Wunder ist, einen Blindgeborenen zu heilen, ihn wieder sehend zu machen.
Und das dritte messianische Wunder ist, einen taubstummen bzw. einen stummgeborenen zu heilen. Bei diesen drei Wundern sind sich die Juden bis heute einig, das kann nur der Messias. Und wenn du das Neue Testament etwas aufmerksamer liest, wird dir schnell auffallen, diese drei Wunder hat Jesus tatsächlich getan. Und die Juden bzw. die Schriftgelehrten der damaligen Zeit hat es ganz schön von den Socken gehauen. Sie konnten es schier nicht glauben. Sie wollten es nicht glauben. Eine weitere Prophetie im Alten Testament ist die Jungfrauengeburt. So kannst du in Jesaja 7 lesen: Darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel geben. Erfüllen tut sich diese Prophetie in Matthäus 1 und da heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, also bevor sie Sex miteinander hatten, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Hier will ich nur die Tatsache erwähnen, dass es sich in diesen Texten sprichwörtlich um eine Jungfrau handelt. In Jesaja 7 ist die hebräische Rede von Alma, nicht vom hebräischen Betulla. Im Griechischen, in dem eben Matthäus auch verfasst wurde, wird dieses Wort Alma auch mit Parthenos übersetzt. Also einem unberührten, heiratsfähigen Mädchen oder einem verheirateten Mädchen, das noch keinen Sex hatte. Um dir die Dramatik dieses wichtigen Details etwas näher zu bringen, solltest du mal Matthäus 1 selbst nachlesen. Denn dort kannst du mitverfolgen, wie Josef, der Verlobte von Maria, nämlich reagiert. Denn Josef ist sich sicher, ich habe Maria nicht geschwängert, denn ich bin mir ziemlich sicher, wir hatten noch keinen Sex. Eine weitere wichtige alttestamentliche Prophetie ist das stellvertretende Leiden des Messias. So kannst du in Jesaja 53 lesen: Er schoss auf vor ihm wie ein Reis und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der allerverachteteste und unerwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unsere alle Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Diese dramatische Prophezeiung erfüllt sich in Matthäus 27. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihm, dass er gekreuzigt werde. Im 2. Korinther 5 heißt es, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die für Gott gilt. Und im 1. Petrus Kapitel 1 kannst du lesen, ihr wisst doch, dass ihr freigekauft worden seid von dem sinn- und ziellosen Leben, das schon eure Vorfahren geführt hatten. Und ihr wisst doch, was der Preis für diesen Loskauf war. Nicht etwas Vergängliches wie Silber oder Gold, sondern das kostbare Blut eines Opferlammes, an dem nicht der geringste Fehler oder Makel war. Das Blut von Christus. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt, am Ende der Zeit, ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Wenn wir auch nur im Ansatz begreifen würden, was das in seiner Tiefe bedeutet, dass der Sohn Gottes für dich und für mich und wegen dir und wegen mir in den Tod und ins Leiden gehen musste. Wenn wir das in aller Tiefe verstehen würden, wäre unsere Welt eine völlig andere. Das Leiden und der Tod von Jesus und vor allem die letzten 24 Stunden sind in den alttestamentlichen Prophetien besonders spannend. Denn dort kannst du lesen, dass der Messias von einem Freund für 30 Silberlinge verraten wird. So kannst du im Psalm 41 lesen, selbst mein Vertrauter, auf den ich mich verließ, ja, mit dem ich mein Brot geteilt habe, tritt mich nun mit Füßen. Da heißt es dann, Jesus erwiderte, einer, der mit mir das Brot in die Schüssel getaucht hat, wird mich verraten. Und das war Judas Iskariot. Und hier wird es jetzt sehr konkret. Sacharja 11. Da sprach ich zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn. Wenn aber nicht, so lasst es bleiben.
Da wogen sie mir meinen Lohn ab, 30 Silberlinge. Und in Matthäus 26 heißt es, und Judas Iskariot sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. Später kommt dann sogar noch hinzu, Sacharja 11, Altes Testament. Da nahm ich die 30 Silberlinge und warf sie ins Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Und erfüllt ist diese Prophezeiung in Matthäus 27. Judas Iskariot schmeißt da sein Silber in den Tempel und später hat er sich dann erhängt. Da warf er die Silberlinge im Tempel hin und machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Eine weitere Prophetie ist, dass die Hände und Füße des Messias am Kreuz durchbohrt werden. So kannst du in Psalm 22 lesen, denn Hunde umringen mich, eine Rotte von Übeltätern umgibt mich. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Diese Prophetie erfüllt sich in Lukas 23. Und als sie in den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus wurde mit der schlimmsten Hinrichtungsart hingerichtet, die es zur römischen Zeit gab, das Kreuz. Dieses Hinrichtungsinstrument war für die schlimmsten Verbrecher reserviert. Die Römer verwendeten dafür ungefähr 10 bis 15 cm lange Nägel, die durch die Handgelenke und durch die Fußgelenke getrieben wurden. Wenn du dich mit dem Kreuzestod etwas näher beschäftigen willst, kann ich dir das Buch von Lee Strobel, Der Fall Jesus, empfehlen. Der Buchautor ist selbst als Gerichtsjournalist unterwegs gewesen und wollte seiner Frau, die zum Glauben an Jesus gekommen ist, beweisen, dass sie völligen Schwachsinn glaubt. Am Ende seiner Recherchen ist er selbst zum Glauben an Jesus gekommen. Einige behaupten immer wieder, dass Jesus irgendwie dann doch noch nach Indien geflüchtet sei. Wenn du dich mit der Geißelung und der Kreuzigung etwas näher befasst, wirst du feststellen, Jesus ging nirgends mehr wohin. Die römischen Soldaten beherrschten ihr Handwerk und das war Töten. Eine weitere Prophetie ist, dass der Messias Essig und Galle zu trinken bekommt. So heißt es im Psalm 69, sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst. Diese Prophetie erfüllt sich in Johannes 19. Da stand ein Gefäß voll Essig. Sie aber füllten einen Schwamm mit Essig und steckten ihn auf ein Isoprohr und hielten es ihm an den Mund. Weiter ist es eine alttestamentliche Prophetie, dass die Kleider des Messias verteilt und verlost werden. So heißt es im Psalm 22, einem messianischen Psalm, sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Diese Prophetie erfüllt sich ebenfalls in Johannes 19, denn dort heißt es, als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Für jeden Kriegsknecht ein Teil und dazu das Untergewand. Das Untergewand aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander, lasst uns das nicht zertrennen, sondern darum losen, wem es gehören soll. Und hier zitiert Johannes dann sogar diese Stelle und da heißt er, damit sich die Schrift erfüllen würde, die spricht, sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das Los geworfen. Dies nun taten die Kriegsknechte. Auch dass die Beine des Messias nicht gebrochen werden, ist eine alttestamentliche Prophezeiung. So heißt es im Psalm 34, er bewahrt ihm alle seine Gebeine, sodass nicht eines von ihnen zerbrochen wird. Erfüllt hat sich diese Prophetie ebenfalls in Johannes 19 bei der Kreuzigung. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht. Und noch eine letzte Prophezeiung innerhalb der letzten 24 Stunden bzw. der Kreuzigung, die durchbohrte Körperseite von Jesus. So heißt es in Sacharja 12, aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebetes ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Und erfüllt hat sich diese Prophetie auch wieder in Johannes 19, sondern einer der Kriegsknechte stach mit einem Speer in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Durch das Durchbohren der Körperseite mit einer Lanze haben die Römer überprüft, ob der Gekreuzigte noch lebte. Im Fall von Jesus trat Blut und Wasser aus seiner Wunde. Ein sicheres Zeichen, dass der Soldat mit seiner Lanze durch die Lunge ins Herz stach. Also wenn Jesus noch nicht tot gewesen wäre, das wäre der sichere Todesstoß geworden. Die biblischen Berichte machen klar, Jesus starb an diesem Kreuz.
In Johannes 5 sagt Jesus selbst: Ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Das Alte Testament erklärt ihr sehr genau, was der Messias ist. Und im Neuen Testament wird ihr sehr genau erklärt, wer dieser Messias ist. Das Alte Testament erfüllt sich in Jesus. Er ist der Sohn Gottes, der lang ersehnte König der Juden. Ich habe für mich persönlich entschieden, dass ich ein junger Mann sein möchte, der eine eigene Entscheidung für den Sohn Gottes trifft. Und diese Entscheidung beinhaltet genauso, dass ich selbst entdecke, was die Bibel über diesen Sohn Gottes zu sagen hat. Ich möchte kein Christ sein, dem man alles aus der Bibel anhand eines Theologen oder eines Predigers erklären muss. Ich möchte selbst herausfinden, selbst in der Bibel nachlesen, selbst Jesus kennenlernen. Es gibt noch eine unfassbar große Mehrzahl an anderen alttestamentlichen Prophezeiungen, die sich in Jesus erfüllt haben. Am besten schnapp dir eine Bibel und erforsche sie selbst. Lies selbst nach.